So, halbe Stunde. Gucken wir mal, wie das draußen aussieht. Essen sollte reichen. Oh, verdammte Hacke. So, Essen sollte reichen, wie gesagt. Gucken wir mal hier, ob hier draußen auch schon Monster sind. Es war ja schon ein bisschen Nacht. Da ist zum Beispiel ein Enderman, den können wir uns ja mal holen. Da war er. Glaube ich. Enderman. Enderman. Schönen Blick an die neuen Häuser da. Ja, und dann, wie gesagt, da wird hier das städtische Wohngebiet gebaut. Dann kommt hier die Mauer rum bis hier. Und dann werden wir die Mauer hier weiterziehen. Vielleicht füllen wir das ein bisschen auf. Kann durchaus sein. Das war ein Schaf. Ja, und dann müssen wir mal gucken, dass der hoffen, dass der Vulkan nicht wieder ausbricht. Oder wir müssen dann so die Mauer ein bisschen erhöhen oder weiß der Geier was. Wo war jetzt die Höhle? Jetzt können wir ja dann weiter runtergehen. In die nächsten Gefilde. Nämlich hier unten runter. Da liegt doch noch ein bisschen Kohle herum. Huch. So, hier hatten wir, glaube ich, alles gegrast, oder? Können wir mal hier das Wasser ausmachen. Ah, hier geht's noch weiter. Genau, hier war ja noch so eine Höhle. Hier ist aber auch Sackgasse. Ah nee, da geht's noch weiter. Da kommen wir hier schön durch. Sollte ich mir mal hier so ein bisschen besseren Zugang machen. So, wenn man jetzt hier rumkommt, dann sieht man da das Tor, das ist gut, den Ausgang. Ach, hier ist Sackgasse, doch, na guck an. Okay, dann haben wir also gleich nur noch eine Auswahlmöglichkeit. Mal sehen, wie weit das geht. Also Kohle kriegen wir auf jeden Fall genug. Aber da haben wir ja auch keinen Mangel dran. Ich wollte eigentlich Eisen finden. Bisschen mehr als bisher. Da müssen wir halt unsere Hoffnung in den nächsten Gang setzen, der dann hier unten ist. So, das war hier runter. Hier hatte ich ja zugemacht. Da steht schon wieder so ein Hansel. Gut. Hallo Hansel. Das ist ein relativ einfacher Weg. Da kommt man hier hin, geht hier hoch. Und dann sieht man das Tor. Wunderbar. Kann man sich eigentlich nicht verlaufen. Vielleicht mache ich hier noch ein bisschen weg. So, dass man sich auch nicht den Kopf anstößt. Und dann gehen wir weiter runter.
Ah, da ist Eisen. Ich höre auch einen röchelnden Bruder irgendwo. Aber erstmal sehe ich nur eine Fledermaus. Oh, hier wird's interessant. Da ist ein Creeper. Ah, okay. Locken wir ihn mal raus. So, das waren 4 Pfeile. Nicht genug gespannt, glaube ich. Also da geht's weiter. Und hier geht's weiter. Das bedeutet, dass ich hier an dem zusammen... Ja, dann ein Tor hinmachen muss. Dafür nehmen wir erstmal dieses Eisen mit. Und die Kohle. Gut, wir können die Kohle ja auch dann zu Blöcken zusammentun. Also sollte dann überhaupt kein Problem sein, dass man deswegen, weil wir die Kohle mitnehmen, irgendwie Platzprobleme bekommen. So, Musik ist hier ein bisschen laut jetzt, aber ich kann das ja alles im Nachhinein ein bisschen leiser machen bei der Nachbearbeitung. So. Dann hier. Hin. Ach, da war auch noch Kohle da oben. Die habe ich ganz geflissentlich übersehen. So, wir sind jetzt auf Höhe 55. Ich weiß nicht, wie weit das hier noch runter geht. Hatten wir hier noch mehr? Wieso hängt da jetzt Kies? Der sollte da eigentlich runtergefallen sein, oder? Seltsam. Sehr seltsam. Hier ist auch noch Eisen. Habe ich gar nicht gesehen vorhin. Man muss ja immer noch mal kurz mal zurückgucken. Schau an. So, heute mit Musik von Bruno Will. Das heißt River of Tears. Oh Gott, hoffentlich passiert hier nichts jetzt bei dieser Musik. So, das haben wir, glaube ich, alles abgegrast. Ja, Bruno Will ist ein französischer Name. Und Frankreich ist ja, um jetzt mal so ein Thema anzufangen, wo ich muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, hier in der Höhle. Ah. Ja, wegen Monster. Die können einen aber auch ganz schön erschrecken. Auch gleich so viele. 2 Stück. Setzt ihr euch auch mal hin. Jetzt fehlte noch, dass die irgendwas droppen würden. Ja, Frankreich ist ja in aller Munde. Nicht nur wegen des Anschlages. Oder wegen der Anschläge. Letztens. Was haben wir da? Da ist ja ein Goldaffe. Mal gucken. Nee, das war kein Goldaffe. Das war eine Fledermaus. Die da an der Decke hing oder was. Entschuldigung. Das tut mir jetzt irgendwie schon ein bisschen leid. Aber hier ist auch irgendein Goldaffe. Irgend so ein Monster. Mehrere Monster. Nee, wo habe ich sie? Fackel? Oh wei. Gruselig. Baue ich mich hier mal ein und...
mal so ein bisschen was basteln hier. Wo ich denn jetzt mein Holz? Da ist das Holz. Da haben wir noch 8. Da, schau an. Ich habe schon wieder so viel Fackeln verbraten. Kann doch wohl nicht wahr sein. So. Quatsch. Was mache ich denn da? So, okay. Sollte erstmal reichen. Ja, Paris ist in aller Munde, nicht nur wegen der Anschläge von vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen schon. Inzwischen, sondern wegen der Klimakonferenz. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo haben wir denn den Abzweig? Ist unser Tor, also bis hierhin. Ach, guck an, da ist ja noch Eisen. Und da ist auch noch mehr Eisen. Versteckt. Ja, die Klimakonferenz. Die Erde erwärmt sich ja. Und jetzt haben die Politiker sich überlegt, mein Gott, wir müssen die Klimaerwärmung stoppen oder vermindern. Ja, da sieht man doch mal, wie es nicht sagen, wie, dass sie sich Sachen zutrauen, die sie gar nicht können, eventuell. Ja, wer will denn zum Beispiel? Ah, da ist einer. Da war einer. Ist also irgendwie so ein Abzweig. Hier sind gleich mehrere Abzweige. Hier ist ein Abzweig. Und hier ist ein Abzweig. Da kommt gleich eine ganze Horde. Ist da vielleicht ein Spawner? So, das heißt aber für mich, dass ich hier an dieser Stelle wieder so ein Tor baue. Denn hier unten war ja alles easy. Da ist noch einer, ja, da muss irgendwo ein Spawner oder sowas sein. Gucken wir mal. Hi! So. Klimaerwärmung. Ja, das hat es schon seit Jahrmillionen gegeben, Klimaerwärmungen. Es ist ja so, dass es Eiszeiten gegeben hat. Ne? Das haben wir ja in der Schule gelernt. Es gibt Endmoränen und aus in der Erdkunde in Deutschland auch. Das Eis ging mal über Norddeutschland hinweg. Dann hat man auch im Süden Eis gehabt. So, dann gucken wir mal. Hier ist Sackgasse. Hier geht es noch weiter. Oh ja, da geht es noch eine ganze Ecke weiter. Und hier geht es auch noch weiter. Hier ist schon wieder eine Abzweigung. Das heißt, man müsste hier eigentlich auch noch ein Tor machen. Mache ich das erstmal zu hier. Upsa. So, mein Freundchen. Ja, dann machen wir hier erstmal dicht. Und hoffen mal, dass da keiner drüber kommt. Und dann gehen wir dann nachher hin.
bleiben wir erstmal hier und holen hier alles raus. Was haben wir hier noch übersehen vielleicht? Irgendwie auf dem Gang oder hatten wir alles mitgenommen? Ich dachte jetzt da oben eine Höhle, es war ein Grafikfehler. Ja, es hat also seit Jahrmillionen Klimaerwärmung gegeben auf diesem Planeten und zum Beispiel nach der Eiszeit. Ne? Wir hatten also Eiszeiten, die letzte Eiszeit endete, da gab es die letzten Eisvorstöße noch vor 10.000 bis 15.000 Jahren. Und seitdem hat sich das Klima richtig erwärmt. Ich hatte ja schon mal irgendwann von Chaostheorie gesprochen, in einem anderen Zusammenhang, in den letzten Folgen. Das ist auch so etwas. Es gibt mehrere stabile Zustände. Der eine stabiler Zustand ist zum Beispiel wahrscheinlich die Eiszeit. Ein stabiler Zustand ist eine Warmzeit. Wie so eine Eiszeit zustande kommt, das weiß man eigentlich noch gar nicht so richtig. Es kann also zum Beispiel sein, dass die Sonne schwächer leuchtet. Es kann auch sein, ja, und warum leuchtet sie? Entweder von sich selber, dass sie schwächer leuchtet, auch sich selbst heraus, oder dass sie dass das ganze Sonnensystem durch eine kosmische Dunkelwolke, es gibt ja so Materie, Staubwolken oder was, ich meine jetzt nicht die dunkle Materie, die jetzt so in vielen wissenschaftlichen Publikationen besprochen wird, sondern machen wir hier mal zu, da muss ich ja eh nicht wieder rein, sondern Staubwolken meine ich. Und diese Staubwolken, wenn das ganze Sonnensystem da durchgeht, dann verändert sich natürlich die Sonneneinstrahlung. Ja, weil also weniger Zeugs hier, weniger Energie an der Erde ankommt. Wie viel Eisen haben wir denn schon? 21. Naja, mal sehen. Vielleicht kriegen wir ja einen Stack zusammen. Weiß ich nicht. Wäre doch schön, wenn man von den Creepern auch Nametext sehen würde hier. Immer aufpassen, dass nicht von oben. Irgendwie hier geht es wieder hoch. Ich wollte eigentlich ein bisschen runter, aber hier ist auch Sackgasse. Wunderbar. Dann haben wir das hier schon mal klar Schiff gemacht. Da können wir alles mitnehmen. Also die Sonneneinstrahlung kann sich ja vermindern. Entweder durch die Sonne selber oder durch Staubwolken. Kosmische Staubwolken, die es ja in der Galaxis gibt. Und wenn das Sonnensystem da mal durchzieht, dann wird es nicht, dass es jetzt dunkler wird. Ich meine, wir würden das wahrscheinlich kaum merken, wenn die Sonneneinstrahlung schwächer wird. Aber es reicht ja vielleicht 1-2%. Das kriegt man ja mit bloßem Auge gar nicht mit. Na, dann geht vielleicht die Temperatur zurück. Und auf der anderen Seite gibt es halt die Sonnenflecken. Das ist, die sehen zwar dunkler aus, aber im Prinzip zeigt doch eine Sonnenfleckenaktivität an, dass die Sonne aktiver ist. So, jetzt können wir hier das wieder wegmachen. So, bei vielen Sonnenflecken ist die Sonne aktiver als bei weniger Sonnenflecken. Und auch das gab es in historischer Zeit. Da gab es, hier ist auch so eine Einmündung wieder, muss ich hier auch wieder erstmal hier ein bisschen Licht. Oh, da geht es richtig runter. Richtig weiß ich nicht, aber runter. Und hier geht's hoch. Ach, diese bringen mich nochmal um den Verstand, ja. Hier ist vorbei. Okay, dann können wir also hier das nächste Tor wieder hinsetzen. Auf Deutsch gesagt, hier geht's raus.